Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Bossguide für den letzten Boss im Lich King Universum. Hier bekommt ihr einen Überblick über die wichtigsten Fähigkeiten, ob ihr auf etwas Besonderes vorbereitet sein müsst und was es sonst noch so zu beachten gibt. Außerdem machen wir am Ende des Videos nochmal einen Schwenker zum Hero-Modus bzw. der 10er Version und den entsprechenden Änderungen dort. Wie gesagt, hier geht es eher darum, einen Überblick zu bekommen oder aber das Gedächtnis ein wenig aufzufrischen. Die gezeigten Empfehlungen und Taktiken gibt es wie immer in verschiedenen Formaten. Ich zeige hier lediglich eine Möglichkeit. Da das nun geklärt ist, ab zum letzten Boss des Addons, Halion. Halion ist wohl mit der unbeliebteste Boss, weil er nicht nur das Ende von Lich King eingeläutet hat, sondern weil er auch irgendwie zwischen ICC gedrückt wurde, was damals insgesamt circa ein Jahr lief und den Wunsch nach neuem Content vor dem nächsten Addon nicht mehr so wirklich gerecht wurde. Er hat drei Phasen und generell sind die Fähigkeiten von ihm ziemlich überschaubar, aber ein gewisses Maß an Koordination ist erforderlich. Was wollen wir im Raid haben? Im normalen Modus wollen wir zwei Tanks, um die 5 Heiler und den Rest DDs. Es kann hilfreich sein, einen gesunden Mix an Fern- und Nahkämpfern zu haben, ist aber nicht erforderlich. Nachdem wir seine drei Kommandanten und den Trash weggeräumt haben, ähnlich wie bei Satarion, starten wir direkt mit der ersten Phase. Der Boss kann von unserem ersten Tank da getankt werden, wo er steht, die Minis gehen an die Seite und die Fernkämpfer stehen einigermaßen zusammen, möglichst auf maximaler Distanz zum Boss. Als erstes hat er nämlich, wie bei den meisten Drachen, nach vorne einen Spalten und einen Flammenatem, den nur der Tank abbekommen sollte und nach hinten heraus einen Schwanzpeitscher, den niemand abbekommen darf. Ein typischer Drache halt. Als nächstes hat der Passiv für unsere Tanks noch was. Und zwar wird die Ausweichchance von uns um 20% verringert und seine Trefferchance um 5% erhöht. Den Effekt haben zwar alle, aber eigentlich ist er nur für die Tanks interessant. Können wir auch nichts gegen machen. Dann kommen wir auch schon zu den einzigen zwei Fähigkeiten, die hier etwas Bewegung erfordern. Die erste ist der Meteorschlag. Auf dem Boden erscheint ein orangenes Symbol und nach ca. 5 Sekunden schlägt dort ein großer Feuerball ein und würde ca. 20.000 Schaden bei allen im Umkreis von 12 Metern verursachen. Da wir das nicht wollen, bewegen wir uns entsprechend raus. Zusätzlich kommen aber auch noch 4 Flammenspuren aus dem Meteor, die auch nochmal um die 5.000 Schaden verursachen, sollten wir drinnen stehen. Den müssen wir entsprechend ausweichen. Und die zweite Fähigkeit ist die feurige Einäscherung. Alle 2 Sekunden erleidet der Spieler mit diesem Effekt 4000 Schaden und erhält ein stapelbares Mal der Einäscherung. Dies sorgt dafür, dass wenn der Effekt beendet oder gebannt wird, eine große Feuerfläche erscheint, wo wir nicht drinne stehen wollen, da die Schaden verursacht. Das heißt, der Effekt muss möglichst schnell gebannt werden. Da aber unabhängig von der Stapelanzahl immer eine kleine Fläche erscheint, die uns wegkickt, wenn wir beim Erscheinen drinne stehen, können wir das nicht einfach sofort machen. Was machen wir also? Ein Spieler erhält den Effekt. Dieser rennt dann so schnell es geht und sofort zum Rand und dort wird der Effekt dann gebannt. Wir wollen den Rand mit diesen Flächen zupflastern. Wenn nämlich zum Beispiel bei den Nahkämpfern so ein Ding hochgeht, ist für diese erstmal Essig mit Schaden machen. Dieser Effekt zählt sowohl als Magie als auch als Fluch, kann also durch beides entfernt werden. Gut, das Ganze machen wir bis 75% und dann startet Phase 2. Es erscheint ein Portal und alle bis auf den Tank und einen Heiler gehen dorthin durch. Es ist nicht zwanghaft erforderlich, 2 Leute außerhalb des Portals zu lassen, ist aber in der letzten Phase ganz angenehm. Achtet darauf, dass der Tank, der durch das Portal geht, inklusive Heiler, auch generell als erstes durch das Portal geht. Denn dort wartet nun ein weiterer Halion, den wir ungefähr in der Mitte des Raumes tanken wollen. Im Groben behält er hier die Fähigkeiten, aber 2-3 Dinge sind dann doch anders. Wir wollen erstmal nach wie vor nicht vor oder hinter ihm stehen. Dann macht der Boss im Portal keine Meteorschläge mehr, aber dafür bekommen wir alle 2 Sekunden 3000 Schaden durch den Dämmerschleier. Das muss einfach hochgeheilt werden. Und das Mal der Einäscherung wird umgewandelt in das Mal der Verzehrung. Die Fähigkeit wird genauso gespielt wie in Phase 1 und funktioniert auch so. Jemand bekommt den Effekt, der Spieler rennt zum Rand und der Effekt wird dann so schnell es geht entfernt. Allerdings kickt die Fläche jetzt nicht mehr, sondern zieht Leute, die im Explosionsradius stehen, in die Fläche. Und da diese Schaden macht, ist das eher kontraproduktiv. Aber besonders tödlich wird das Ziehen erst durch die Schlüsselmechanik hier und das ist der Zwielichtschnitter. Am Rand fliegen 2 Schattenorbs und alle 20 Sekunden werden diese für 10 Sekunden aktiv und teilen den Raum in 2 Hälften. Jeder, der dann im Strahl steht, wird sterben, da diese alle 0,3 Sekunden 15.000 bis 20.000 Schaden macht. Ihr müsst also auf jeden Fall den Timer für diese Fähigkeit im Auge haben und kurz bevor die Orbs aktiv werden, euch so positionieren, dass ihr nicht auf der Linie mit diesem seid und euch entsprechend mitbewegen. Ich rate euch dazu, dass während der Strahl aktiv ist, der Tank einfach kurz daneben mit diesem mitläuft und der Raid dann einfach mittig hinterher. Es ist möglich, den Raid auf 2 Seiten aufzuteilen. Ich würde diesen allerdings geknubbelt neben dem Boss lassen, jemand zum Sammeln und Hinterherlaufen ein Symbol auf den Kopf packen und entsprechend bei den Strahlen hinterherlaufen. Rennt nicht in die Strahlen und rennt mit dem Debuff raus. Viel mehr gibt es in dieser Phase nicht. Gut, das Ganze machen wir dann bis 50% und dann startet Phase 3.
Phase 3 ist einfach erklärt, denn es muss nun gegen beide Drachen gleichzeitig gekämpft werden und sie behalten auch weiterhin ihre Fähigkeiten. Es erscheinen Portale, um einige Leute wieder nach oben bringen zu können und nun wird der Raid aufgeteilt. Da wir einen Tank und Heiler draußen gelassen haben, kann der Boss sofort übernommen werden und die eingeteilten Leute das Portal nutzen. Es ist sinnvoll, eher die Nahkämpfer im Portal zu belassen, da diese noch Schaden machen können, wenn die Orbs aktiv sind und man sich bewegen muss. Wirklich wichtig ist hier allerdings nur, dass eure DPS möglichst gleichmäßig aufgeteilt wird. Außerdem rate ich dazu, 3 Heiler im Portal zu belassen und 2 außerhalb zu haben. Der Grund, warum wir den Raid aufteilen, ist die physische Manifestation. Der Boss wird je nachdem, wo er mehr Schaden erleidet, in die jeweils andere Phase gedrückt. Und dort erleidet er mehr Schaden, macht aber auch mehr. Ihr habt dafür standardmäßig eine Anzeige oben am Bildschirmrand. Wenn diese bei 50% ist, ist alles in Ordnung und es passiert nichts. Würde er nun bei 10% außerhalb des Portals stehen, würde das bedeuten, dass er im Portal 200% mehr Schaden erleidet, aber auch 100% mehr Schaden austeilt. Wir haben ein klein wenig Spielraum damit, aber weniger als 40 bzw. mehr als 60% sollten hier nicht angezeigt werden. Das gleicht sich dadurch, dass er auf der Seite mit weniger DPS mehr Schaden erleidet, ein kleines bisschen aus, aber nicht vollständig, daher teilt es vorher ein. Hier ist es auch sinnvoll, Kampfrausch bzw. Hero zu ziehen, vorausgesetzt ihr habt es zweimal, einmal vor im Portal und einmal außerhalb. Der Enrage-Timer ist dabei mit 8 Minuten zeitlich relativ angenehm gesetzt und sollte sich keiner in einer der Ebenen befinden, hält er sich einfach hoch. Ja, und wenn der Boss gleichmäßig runtergeprügelt wird und richtig gelaufen, ist auch der letzte Boss des Addons tot. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass es auch mehrere Brute-Force-Methoden gibt, wo zum Beispiel in Phase 3 jeder bis auf einen Tank und 3 Heiler wieder raus aus dem Portal gehen und dann nur außerhalb des Portals Schaden gemacht wird. Davon rate ich aber ohne entsprechende Ausrüstung ab, spielt den Boss eher so, wie er designt wurde. Okay, Änderungen im 10er haben wir nicht wirklich. Die Schadenswerte sind natürlich wieder ein wenig geringer, aber an der Taktik ändert sich hier nichts. Dann kommen wir zum Hero-Modus. Da haben wir dafür 3 wesentliche Änderungen. In Phase 1 kommt aus den Meteorschlägen, also den Feuerbällen, ein großes Feuerelementar und ein knappes Dutzend an kleinen. Das große hat eine Aura, welche nicht nur 8000 Schaden macht, sondern die kleinen Feuerelementare in Schaden und Leben bufft. Daher müssen die voneinander getrennt werden. Die einfachste Methode ist, wenn sich der Halion-Tank das große Elementar schnappt, während ein zweiter Tank die kleinen bei den Fernkämpfern parkt. Die Aura von dem großen Ele reicht 15 Meter weit. Dann müssen sowohl die kleinen weggebombt werden, als auch der Große auf Distanz getötet. Möglichst gleichzeitig, weil sonst wird es für die Nahkämpfer schwierig, wieder ranzukommen. Da dies auch in Phase 3 so weitergeht, also während wir im Portal einen Tank brauchen, sollte hier also insgesamt mit 3 Tanks gespielt werden. Außerdem erhalten wir einen stapelbaren Debuff, wenn wir uns in der Flammenfläche aufhalten. Daher sollten wir nach wie vor sehr schnell raus da. Zu den Elementaren noch ein Hinweis, die kommen nur im 25er Hero, im 10er nicht. Die Änderung in der Phase 2 ist, dass statt 2 nun 4 Orbs im Portal sind. Wir also 2 Todeslaser haben. Der Raum wird sauber in 4 Bereiche geteilt und die Taktik ändert sich hierdurch nicht wirklich. Ich empfehle allerdings, dass sich der Tank immer jeweils in dem Viertel links neben uns befindet, während der gesamte Raid in dem rechts daneben steht. Damit kann keiner aus Versehen den Atem abbekommen, außer der Tank. Außerdem verlangsamen nun die entstandenen Flächen von Seelenverzehrung. Daher müssen die Leute, die gerade die Fläche abgelegt haben, gegebenenfalls eine Hand der Freiheit erhalten, damit diese nicht vom Todesstrahl erfasst werden. Und die letzte Änderung in allen Phasen, die abgelegten Flächen von feuriger Einäscherung bzw. Seelenverzehrung, sind nun sowohl außerhalb als auch im Portal ein Problem. Das heißt, wir sehen diese Flächen immer und müssen diese auch beachten. Von daher ist es umso wichtiger, die Flächen korrekt hinten abzulegen, da wir damit einfach noch weniger Platz im Kampf haben. Und ansonsten bleibt der Kampf gleich. Okay, damit haben wir den letzten Boss von Lich King durch. Ich hoffe, ich konnte eine Auffrischung für den Boss geben und ihr könnt nun in die letzten Züge vom Addon starten. Und für alle, die noch mehr sehen wollen, auch alle Bosse von ICC haben von mir einen Guide erhalten, würde mich freuen, wenn ihr erneut einschaltet. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß und Erfolg noch bei den Raid-Bossen und wir sehen uns dann vielleicht auch beim nächsten Video.